von Wehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Gewohnt für euch Montagabend hier bei uns bei H1. Heute mit mir, Ben, Matthias ist noch nicht da, aber Matthias dürfte auf dem Weg sein, er dürfte gleich hier sein. Dennoch, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne schon mal anrufen, mit mir sprechen über das aktuelle Spiel gegen Karlsruhe. Leider eine 2:1 Niederlage. Ich persönlich fand, das Spiel war an sich gar nicht so schlecht. Die ersten 15 Minuten liefen relativ unglücklich, aber an sich war es, glaube ich, kein ganz so schlechtes Spiel. Auch Stefan Leitl sagte sogar, da geht sogar, wie ich finde, noch eine Stufe über mich hinüber hinaus. Er sagt, für mich war es vielleicht sogar das beste Auswärtsspiel in der Rückrunde. Weiß ich nicht, wie ihr dazu steht. Wenn ihr mögt, ruft gerne an und ich sehe, der Hasche ist auch schon in der Leitung. Moin Hasche, hörst du mich? Jawohl, ich höre dich. Schönen Moin guten Hasche, Abend, grüß dich. Hi, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also das Spiel war so in dem Sinne gar nicht schlecht. In einer anderen Konstellation wäre sicherlich dann ein Punkt drin gewesen oder vielleicht sogar auch mal ein Sieg mit viel Glück. Aber was willst du machen, wenn die anderen zu 12 spielen, ist halt schwer, ne? Du meinst wegen Julian Börner? Ja, ja, also Börner hat ja leider wieder gezeigt, dass er der gefährlichste Mann von 96 ist. Absolut. Das waren jetzt die Gegentore 13 und 14, die er jetzt persönlich auf seinen Kerbholz hat. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass das erste Tor jetzt natürlich relativ schwierig ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das erste Tor wirklich auf seine Kappe geht. Da ist er. Moin Matthias, Matthias auch da. Genau, grüß dich. Das erste Tor geht natürlich nicht auf seiner Kappe. Da war er, ich meine, ich habe es jetzt auch nur in der Zeitung gelesen, da war er offenbar sogar der Einzige, der sich richtig verhalten hat in der Abwehr von Hannover. Er stand absolut richtig im Raum. Er hätte natürlich dann, als der Karlsruher von ihm dann weglief, um sich freizulaufen, hätte er dem hinterher laufen könnte, dann wäre er jetzt zwar nicht so als Bande da für den Ball gewesen. Ja. Aber das sind jetzt schon 4 Niederlagen, die er uns gekostet hat und ein Unentschieden, was er verursacht hat in der Saison. Absolut. Ich meine, es hat Stefan Leitl, glaube ich, auch gesagt nach dem Spiel in der Pressekonferenz, es ist natürlich ärgerlich, aber am Ende muss man auch sagen, sind das halt dann die entscheidenden Punkte, die halt den Unterschied machen zwischen der ersten und der zweiten Liga, ne? Also am Ende in der zweiten Liga können halt solche Punkte mal entstehen. Ich finde es auch, am Ende ist immer noch Profimannschaft und auch eine Profimannschaft mit hohen Ambitionen, aber dennoch mehr als unglücklich, ne? Ja, ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Das ist doch vielleicht eine Mischung aus zu viel Ehrgeiz und Übermotivation. Er will gern überall sein und alles machen. Er will Raum und Mann gleichzeitig decken, wird aber dadurch natürlich auch etwas orientierungslos als Fremdkörper im eigenen Strafraum umher. Ja. Er möchte gerne die Bälle von der Linie kratzen, er möchte der Abwehrchef sein, er will Tore vorbereiten und am liebsten noch selber Tore schießen. Er steht ja auch oft genug dann vorne, wenn dann eine Ecke kommt oder eine Flanke geschlagen wird. Das hat ja auch zuletzt geklappt mit dem einen Tor, ne? Was er nach einer Ecke gemacht hat. Und jetzt war er auch einmal vorne, habe ich noch im Kopf, eine Szene, wo er dann einem Karlsruher Verteidiger an den Arm geschossen hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der ersten Halbzeit, wo ich dachte, das könnte Elfmeter geben. Also ich fand, das war durchaus eine Situation, wo man hätte pfeifen können. Der Schiri hat es noch nicht gemacht. Richtig. An einem anderen Tag, bei einem anderen Schiedsrichter, das wäre vielleicht dann mal ein Elfmeter geworden, ja. Am anderen Tag wäre es vielleicht ein Elfmeter geworden, ja. Ja, aber das wäre jetzt dann so, dass er damit vielleicht hätte auch versuchen können, was wieder gut zu machen. Ja, absolut. Aber wie hast du ansonsten das Spiel gesehen? Ich meine, die ersten 15 Minuten, haben wir gerade gesprochen, waren vor allem sehr burnerlastig. Einmal durch sein Eigentor und durch seinen großen Fehler im Aufbau, wo er den Ball dann wirklich völlig verstokelt hat und am Ende Schleusener gespielt hat. Aber ansonsten, danach ging es. Das war genauso wie in der 11. Minute damals, im Juli letzten Jahres gegen Kaiserslautern, da hat er den ja in der 11. Minute verstolpert. Das war fast so ein Déjà-vu. Stimmt. Ansonsten konnte man eigentlich damit zufrieden sein. Es war sicherlich jetzt Karlsruhe, Tabellennachbar. Das war auch vielleicht dann die letzte Chance, bevor Kiel kommt, nochmal Punkte einzufahren, denn jetzt die nächsten beiden Wochen gegen Darmstadt und Düsseldorf sieht es mager aus.
Ja, ich sehe es genauso, weil Darmstadt Tabellenführer ist, auch absolut zu Recht da oben steht. Ja, und nach der Niederlage gegen Pauli natürlich jetzt ärgerlicherweise, sie hätten ja auch als Aufsteiger kommen können, dann wäre vielleicht Voll. Sogar alles ganz anders gewesen. Ja, die absolut. Steigt natürlich dann nächste Sonntag jetzt in Hannover. Wollen sie mit halt natürlich Sturm und Punkte machen und das werden sie dann sicherlich in Hannover dann verschiedentlich mit einer Aggressivität machen, die... Ja, uns die ich, Aufgabe schwierig ich glaube auch, wird, sage ich. Ich glaube auch, wenn man jetzt so ein bisschen gucken will, ich meine, Darmstadt ist an sich die ganze Saison über und vor allem in der Rückrunde wesentlich besser drauf als Hannover, aber wenn man auf die letzten vier Spiele schaut, ja. Darmstadt hat von den letzten vier Spielen auch zwei gewonnen, genauso wie Hannover und zwei verloren, hat auch das letzte Spiel auch wie Hannover eben verloren, also ist dahingehend zumindest relativ vergleichbar, allerdings glaube ich auch, dass nach dem 0:3 die Darmstädter durchaus drauf und dran sind, jetzt in Hannover den Sieg zu holen. Ich habe eben gerade noch gelesen, dass Darmstadt 10 zusätzliche Fanbusse organisiert hat, um noch mehr Fans nach Hannover zu bringen. Schön. Ich glaube, die haben richtig Bock, hier in der Arena bei uns Stimmung zu machen und den Aufstieg am Ende zu feiern. Ja, ja, genau. Mit Champagner in Strömen, Platzsturm ja. und Demontage vom Ortsschild. Das kennen wir ja. Das sind durchaus bekannte Szenen, die wir auch haben, ja. Ich glaube, aber in Sandhausen wurde irgendwann das Stadionschild zumindest wieder zurückgegeben. Aber das ist durchaus, ist richtig, sind durchaus Parallelen da. Ja. Aber wir haben jetzt noch gar nicht über die wichtigste Szene, die entscheidende Szene des Spiels gesprochen, denke ich mal. Kann die, kann vielleicht, könnt ihr vielleicht mal kurz auf die, dann auf die große Kamera gehen und mit der Kamera mal so nah rankommen, dass ihr das hier seht? Sonst geht das nicht. Nehmen wir an, das kriegen wir hin. Also ich habe die entscheidende Szene einfach für uns nochmal hier, weil ich dachte, wir dürfen ja diese Szene, wir sind ja nicht der offizielle Fußballsender, aber ich glaube, wir dürfen es doch, das dürfen wir jetzt kurz zeigen hier. Habe ich schon drauf gedrückt? Nein. Jetzt. Das war doch die entscheidende Szene des Spiels. Das ne? war die entscheidende Szene des Spiels. Die entscheidende ja. Szene oder für uns die wichtigste Szene des Spiels und an der Stelle möchte ich ja. gleich mal fragen, wie viele Tore hat Darmstadt in der vergangenen Saison mit den Klöten erzielt? Ich glaube, ehrlich gesagt, im Vergleich zu uns? Na? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht nur Darmstadt. Da haben wir, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Da haben wir jetzt einen Alleinstellungshoden, wie man so schön sagt. Ein Alleinstellungshoden. So Alleinstellungshoden. Auch Louis Schaub hat seitdem leider nur noch einen Alleinstellungshoden. Auch für ihn ist das so ein Ding. Das kann man später noch seinen Kindern erzählen. Ja, wenn er doch das welche... So. Ja, das er hat schon, glaube ich. Ne? Ja. Ich denke auch. Ja, ja. Da gab es mal einen Spieler, Jankow, dem ist dann sogar was abgerissen. Von den wichtigen Kleinen. Schafter Jankow, ja, stimmt. Den Penisriss hatte er mal, das stimmt. Ah, das ja, ist, aber ja. der Schaub ist ja gerade Vater geworden. Ich glaube, vielleicht hat er seine Familienplanung schon abgeschlossen. Jetzt spätestens, ja, sehr gut. Ja. Und ich meine, war natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, klar, das war jetzt eher so, läuft unter Kategorie Kaktor irgendwo. Ja. Aber war natürlich ein Satz da, den hat er wieder gezeigt. Er war an der richtigen Stelle in dem Moment und das ist, sowas kann natürlich auch mal passieren. Aber eine kuriose Situation. Interessant war es auf jeden Fall, dass der Abwehrversuch vom ehemaligen 96-Kapitän Marcel Franke kam. Ne? Ja, ja, ich dachte die ganze Zeit, den kenne ich doch irgendwo her. Dann haben wir gesagt, ja, richtig, das war ja, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, nee. Also ein echtes. Ja, also dann wären wir ja mit einem 1:1 oder sogar mit einem 1:0 dann zufrieden gewesen, glaube ich. Ne? Also man hätte. Oder hin oder her. Man hätte durchaus was holen können dort, das finde ich auch. Also Karlsruhe. Aber man hatte ja auch das Gefühl. Also ich meine, das muss man sagen. Ich glaube, da kommt so ein bisschen diese etwas kurios anmutende Äußerung von Leitl her. Aber es war ja tatsächlich so, nach dem 2:0 saß man erstmal da und dachte, oh Gott, das könnte jetzt eine Klatsche geben. Ja. Dann hat man aber relativ schnell auch schon gedacht, vielleicht doch nicht. Und dann war es eigentlich, habe ich eigentlich wirklich sehr lange gedacht, naja, wenn sie es in einem Spiel mal schaffen, das Spiel entweder zu drehen oder zumindest auszugleichen, dann heute. Das sieht mir sehr danach aus. Hat nicht geklappt, also insofern, ne, aber es hat zumindest diesen Anschein gehabt. Was zumindest. Anknüpft an das Ding von Leitl, wo er sagt, dass wir wieder eine gewisse positive Entwicklung zu sehen haben. Nicht nur durch die Siege zuletzt, sondern generell auch nach Hamburg und Heidenheim, dem 6:1, glaube ich, und dem 13:0 gegen Heidenheim, also den neuen Gegentoren, wo wir ja wirklich auseinandergefallen sind, vor allem in Hamburg, ja, dass wir uns jetzt langsam wieder aufbauen. Klasse besser als wir. Es liegt aber auch an was anderem. Ich meine, ich fand sehr interessant die Äußerung von Leitl, dass er gesagt hat, es ist ihm wesentlich lieber, wenn Fehler passieren, während im Grunde aber auf dem Platz im Wesentlichen alles richtig gemacht wird, als wenn da so ein Hühnerhaufen wahrscheinlich ist, wie es jetzt ein paar Mal in dem Spiel war. Also offensichtlich setzt die Mannschaft jetzt viel mehr um von dem, was man will. Es klappt vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber... Absolut. Wir haben nicht gewonnen, aber vom fußballerischen Ansatz war es, wie wir uns das vorstellen.
So hat er es nach dem Spiel gesagt. Hat er gesagt. So. Ja, genau. Das ist zumindest, da wir ja jetzt im Lernprozess sind und seit diesem Wochenende auch offiziell nicht mehr absteigen können, ist, glaube ich, das wahrscheinlich das Wichtigste. Jetzt alles andere spielt ja jetzt keine große Rolle mehr. Außer natürlich der Punkt, der Platz. Ich weiß nicht, letzten Endes kriegt man ja Geld, je nachdem, auf welchem Platz man steht. Ja, absolut. Ne? Ja, es geht um TV-Gelder. Also ich glaube, man schielt noch auf den 7. Platz, wobei man ehrlich gesagt sagen muss, 5 Punkte. Kaiserslautern ist zuletzt nicht so gut drauf gewesen. Also die haben jetzt aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg geholt. Also vielleicht geht da noch mal was, wenn jetzt Hannover das nächste Spiel gegen Darmstadt gewinnen sollte. Was wollen wir hoffen? Ja, wird schwierig. Aber wer weiß? Warum nicht? Ja, mal so. Ist das halt, ja. Naja, auf jeden Fall sehe ich gerade, dass Nick auch zugeschaltet ist. Wollen wir den auch mal mit dazu holen und mal gucken, was er von dem Spiel hält? Ist gerade so schön kuschelig hier. Hol ihn mit rein. Guten Abend, Nick. Hallo, grüß dich. Ich weiß ja nicht, was ihr an dem Spiel gut fandet, aber ich fand eher, es war eine reine Katastrophe. Aha. Also ich habe nun selten so ein Spiel gesehen, wo man gemerkt hat, dass die wollten, dass Karlsruhe gewinnt. Aha, nö. Also, würde ich glatt widersprechen. Nee, definitiv nicht. Also wenn man statt hintenrum, ich habe glaube ich noch nie in einer Saison am Samstag so oft hintenrum gerufen, dass jetzt meine Frau sagte, sag mal, was ist denn hintenrum? Ich sage, ist jetzt egal, die spielen ständig nur hintenrum. Hintenrum. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir sogar unsere Eier eingesetzt haben, um Tore zu erzielen. Das stimmt. Jetzt funktioniert es hier nicht mehr. Egal. Also da hat gar nichts gepasst. Dann hat man nach vorne, also Köln hatte einen Tag des Egoismus pur. Also ich weiß nicht, wie man so egoistisch sein kann als Spieler. Man läuft vorne rein, es heben alle die Hand vorne im 16er und er will am liebsten aus noch so spitzen Winkel das Ding in den Maschen dreschen, aber haut 4-mal die Pille ins Nirvana. Also ich habe mich so aufgeregt. Also klar, wir hätten locker gewinnen können, wenn man noch mal sich ein bisschen angestrengt hätte. Also in der zweiten Hälfte war es eher so, ach ja, komm, Karlsruhe gewinnt. Ist ja Mann sein Schwager, ne? Bleibt in der Familie. Ach komm, machen wir nochmal so rum und machen wir da nochmal eine Schleife. Also ich fand das Spiel grottenschlecht. Okay, bist du jetzt der Erste hier, ne? Aber da gab es aber auch Spieler, die waren wieder im Lichtblick. Die haben mir Freude gemacht. Zum Beispiel Teuchert, der war dann sicherlich dann auch einmal angefressen, wie du es vielleicht meinst, dass da einen Doppelpass nicht geklappt hat, dass es Missverständnis gab, wo er dann hätte einschießen können. Also er war schon ein guter auf dem Platz. Aber man muss auch sagen, wir hatten einen Franke auf dem Platz. Man kriegt zwar Franke aus Hannover, aber Hannover nicht aus Franke. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als das Tor wieder eingespielt wurde, wie er so doch grinsen musste. Also da dachte ich mir so, na, hast du ja auch gedacht, ach, Hannover liegt mir am Herzen, dann schenke ich denen mal ein Tor. Das hat er bestimmt nicht gedacht, aber interessanter Gedanke zumindest, ja. Stimmt, ja, und wenn dann hat es ja trotzdem auch seiner Mannschaft dann nicht geschadet mehr, ne? Nee, das stimmt. Nein, nur der persönlichen Familienplanung von Louis Schaub. Exakt. Wie gesagt, das Spiel war so, also ich habe mich so aufgeregt, man hätte locker gewinnen können, sogar müssen, weil man hat ja auch in der ersten Hälfte Chancen, da laufen 3 Hannoveraner auf 2 Karlsruher zu und dann vertändelt man den Ball und schon war vorbei. Also da weiß ich nicht, warum man nicht so einen Konter wunderbar ausspielt, sondern dann wieder abbremst. Das war mit Bayer, Teuchert und Schaub, sind ja vorne mit 3 Mann los und hinten waren nur noch 2 Karlsruher und dann vertändelt man so eine 100%ige Chance. Das war, glaube ich, nach einer Ecke von Karlsruhe. Also ja. das will mir nicht in den Kopf, sowas. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass zumindest das Konterspiel bei Hannover 96 in letzter Zeit nicht ganz so überragend mehr war. Ja. Also das Konterspiel, das ist nicht so. Also wenn so ein Sidekick, wenn man Bock hat auf einen richtig guten Konter, muss man sich nochmal das Spiel von Leverkusen gegen Köln angucken, wo Leverkusen den Ausgleich geschossen hat. Das war ein Konter aus dem Bilderbuch. Aber anderes Spiel, lohnt sich trotzdem nochmal anzusehen. Konter kann Hannover auf jeden Fall nicht mehr. Aber was sagst du denn eigentlich zu dieser vermeintlichen Elfmeterszene? War kein Elfmeter? Nein. Okay. Welche Szene meinst du? Es gab in der ersten Halbzeit, hat Börner einmal aufs Tor geschossen und der Verteidiger hat sich weggedreht und hat den Ball dann hier an den Ellenbogen bekommen. Ja. Und, also es war eine sehr kurze Distanz, eine Vergrößerung. Der Arm war angelegt und es war auch keine, er war ja in der Drehung, sprich in der Aktion.
Ja. Und aus so einer Distanz, gut, wir haben schon die kuriosesten Elfmeter-Erlebnisse, war auch. Absolut. Aber das war definitiv keiner. Also was soll er da machen? Hat man schon oft, also solche Elfmeter wurden schon oft genug gegeben, genau, aber genau, dass nichts daran deswegen, ändert. Deswegen diskussionswürdig schon. Also gehofft hat man schon. Ich habe schon gehofft, dass das... Also ich bin mittlerweile, was diese Hand angelehnt hat, bin ich raus, weil man steigt da mittlerweile wirklich nicht mehr durch. Wenn man manchmal in der Bundesliga guckt, was da für Elfmeter bei Handspiel gepfiffen werden, das ist ja nur noch, wie sagt ihr jetzt so schön, ein reines Kuddelmuddel. Jeder legt es so aus, wie er es gerade möchte. Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu, ja. Vor allem, wenn es so weitergeht, wie soll ein Verteidiger, also ich habe selber gespielt, mal als Torhüter und einmal als Verteidiger, wie willst du denn ohne Arme, sage ich mal, die reißen dich ja schon alle die Arme nach hinten, um nicht irgendwie Gefahr zu laufen, Hand zu spielen, wie willst du denn noch verteidigen? Du brauchst die Arme nur mal zum Ausbalancieren und sie gehen natürlich in der Bewegung mit. Gut, man könnte die Spieler auch alle Arme auf den Rücken binden, nur das funktioniert nicht. Also es ist einfach nur noch idiotisch, was die da für Regeln mittlerweile machen. Absolut. Und man sieht ja vor allem auch eigentlich die Sorge bei vielen Spielern, die dann tatsächlich, wie du sagst, also nicht die Hände auf dem Rücken zusammenbinden, aber die tatsächlich ja die Hände auf den Rücken tun und dann eben so in den Zweikampf gehen im 16er, eben aus großer Angst, dass sie den Ball eben sonst an die Hand bekommen. Mhm. Also es ist, das ist tatsächlich auch ein absoluter Kritikpunkt, den ich sehe, weil das irgendwann ist das, wenn du so die Hände auf dem Rücken hast, kannst du nicht mehr so dynamisch in den Zweikampf gehen und hast in dem Moment einfach einen Nachteil. Einfach nur, weil du Angst hast, dass der irgendwie den Ball an deine Hand schießt. Das ist schon... Naja, ich denke mal, das Problem dabei ist tatsächlich so ein bisschen, es ist halt diese Vergrößerung der Körperfläche, weil tatsächlich keiner von uns will eigentlich, dass die Spieler jetzt nur noch so durch den Raum laufen und so da rumspringen müssen. Das ist Blödsinn. Ja. Aber du hast natürlich das Problem, also man könnte jetzt ja auch sagen, okay, nein, wenn irgendwie alles, was eine natürliche Sprungbewegung ist, wird zugelassen. Hast du natürlich auf der anderen Seite das Problem, was machen Spieler dann, sobald einer zum Schuss ansetzt, springen sie vor ihn und machen irgendwie so. Ne? Ja. Also sage ich jetzt nochmal so im übertragenen Sinne. Ja. Du weißt ja, wie gearbeitet wird, wie sie jetzt mit Abseitsfall und so. Und wenn das der Fall wäre, dann würden sie es ausnutzen und würden natürlich wie blöd rumspringen. Mhm. Also klar, das muss man auch irgendwie unterbinden. Mhm. Nur da dann diese Grenze zu finden zwischen, das ist jetzt absichtlich, hier hat jemand bewusst einfach die Arme ausgebreitet, um den Ball am Flug zu hindern. Absolut. Oder es ist halt eine natürliche Bewegung, dabei werden die Arme auch eben manchmal ausgebreitet, so wie es wahrscheinlich jetzt in dieser Situation der Fall war. Also ich sage auch, natürlich hätte ich mich nicht geärgert, wenn es ihn gegeben hätte, insbesondere weil es schon 1000 andere gegeben hat. Aber grundsätzlich ist das genau die Sorte Elfmeter, die ich eigentlich nicht sehen möchte. Voll. Für keine Mannschaft. Unsere nicht, für die andere auch nicht. Stehe ich komplett dahinter. Ja, in der Situation, nur selber hat man natürlich als 96-Fan gehofft, dass da halt natürlich klar, nicht wiederkommt. Ne? Klar. Aber ansonsten, ich bin voll bei euch. Also es gab ja letzte Woche auch einen Grund zu feiern. Also ich zumindest habe mich gefreut. Letzte Woche. Als verkündet wurde, dass der ultimative, einzigartige, limitierte Fußballer aus Hannover seine Karriere beendet. Ja, stimmt, das war auch noch. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du spielst auf die Halbzeitshow an. Die fand ich auch ziemlich beeindruckend, als dieser ältere Mann diesen Hut auf den Kopf gesetzt hat. Fand ich auch nicht schlecht, dass ihr überhaupt um 13 Uhr in der Lage war, dieses Spiel zu gucken. Verstehe ich ja gar nicht. Aber gut, richtig. Henrik Weidand hat in dieser Woche etwas sehr Überraschendes, vielleicht gar nicht so Überraschendes, aber doch für viele Außenstehende wahrscheinlich Überraschendes getan, etwas Ungewöhnliches getan, weil er hat eine noch aktive Fußballerkarriere einfach wieder beendet. Und den Plan, den er offensichtlich wahrscheinlich schon ganz lange im Hinterkopf gehabt hat, doch wieder fortgesetzt zu sagen, okay, wahrscheinlich wollte er immer nur eine Zeit lang und dann irgendwann eben diese andere Geschichte, den Steuer... Ist aber auch schade. Ja, und andererseits irgendwie auch was Besonderes. Mehr. Wann will er denn das jetzt hier noch dem Verein Hannover 96 und den Fans zurückgeben oder zurückzahlen? Das war jetzt nicht mehr innerhalb der nächsten drei Spieltage. Ja, vielleicht macht er ja noch das entscheidende Tor gegen Darmstadt oder keine Ahnung, man weiß es nicht. Also ich sag mal so, menschlich gesehen, ja, kann man sagen, ist es schade, aber rein sportlich gesehen, also definitiv kein Verlust. Also wie oft hat man sich aufgeregt? Er hat ja auch selber gesagt, er weiß, dass er, wenn er zum Ball geht oder um die Ballannahme, dass der holperig bei ihm aussieht. Das muss man sagen, hat er in dem Video ja auch gesagt. Da dachte ich, Mensch, er hat sich selbst reflektiert. Ich denke mal, er hat natürlich auch mitgekriegt, dass er einfach für den Profibereich, dass das einfach jetzt genug ist
Und ich finde das auch schön. Also wenn er bei seinem Papa in die Firma mit einsteigt, warum nicht? Er hat 5 Jahre jetzt ordentlich, sage ich mal, verdient, hat was auf der hohen Kante, das macht als Steuerberater weiter. Also kann man auch als Wie er es steuerlich absetzen kann, weiß er wahrscheinlich auch. Ich denke auch. Also das ist irgendwie, also, und ich meine, so ein bisschen Romantik, ein kleines bisschen Romantik ist ja dann schon noch mit drin, wenn er eben sagt, dass er halt dann weiß, er hat seine gesamte Profizeit nur bei Hannover 96 verbracht und nicht jetzt noch irgendwie das Ganze verwässert, sondern es war dann immer nur dieser Verein, so wollte er das. Weil es stand ja auch mal im Raum, dass er nach Essen geht zu Christian Dabrowski. Christoph Dabrowski. Genau, dass er da also eventuell hingehen könnte, was sicherlich eine Möglichkeit gewesen wäre, auch mit dem Talent durchaus, das er hat. Aber auch wenn er jetzt dann immer wieder bei Hannover 96 nur gespielt hat, das reicht jetzt leider trotzdem nicht für die Legendenelf. Es ist so eine ganz kleine Legende. Vielleicht macht er ja für Hannover 96 die Steuererklärung. Dann jetzt in den kommenden Jahren und kann da noch ordentlich was rausholen. Das wird wahrscheinlich wichtig sein, wenn die ganzen Millionen wegen dem Derek Köhnern reinkommen. Zum Beispiel, ja. Oder glaube ich noch nicht immer. Nee? Nipp. Ja, was meinst denn du? Wie soll denn jetzt bei einem schlechteren Tabellenplatz noch genügend Geld in die Kasse kommen? Also ich denke schon, dass man jetzt ein bisschen Tafelsilber verkaufen muss. Jetzt, wo Ach, wenn man weiter unten in der Liga zümpeln will, definitiv. Gewartet wird, bis es sozusagen dann, dass die Spieler nichts mehr wert sind und dass sie dann ablösefrei gehen. Also die Chance, Füllkrug teuer zu verkaufen, hat man verpasst. Weidand hat man verpasst. Meiner hat man verpasst. Die gehen dann alle irgendwann mal dann hier Verlau weg, ob das jetzt Meiner ist oder Hübers, also Transfererlöse, das ist jetzt nicht die Kernkompetenz von Hannover leider. Oder aber Hannover macht es ja noch einen Schritt krasser und gibt ja sogar den Spieler noch eine Abfindung, wie damals beispielsweise bei Edgar Pripp, der danach dann direkt die Abfindung mitgenommen hat, weil die Vertragsauflösung kam und dann danach irgendwie in Düsseldorf unterschrieben hat. Das kann Hannover natürlich auch hervorragen. Ja, mal gut, man darf aber auch nicht vergessen, man sieht immer nur die Sicht aus, sage ich mal, 96-Sicht. Mal drüber nachgedacht, dass es auch Spieler gibt, die sagen, nein, ich möchte hier noch bleiben. Also da kann ich einige aufzählen. Hübers war der Fall. Er hat gesagt, er möchte nicht wechseln. Er hatte klar Angebote, aber er hat gesagt, er will in Hannover bleiben. Mhm. So war es bei Pripp, so war es bei Bacalot, die letztendlich vom Hof gejagt wurden, weil sie nicht wollten. Also man muss da schon ein bisschen differenzierter sehen. Nicht immer nur bloß verkaufen, bringt noch gut Geld. Nein, man muss auch mal ein bisschen auf die Spieler eingehen. Also Köln zum Beispiel hat gesagt, er ist jetzt kein Grund, die Leute unter Entschuldigung, halt, ihr seid immer noch, euer Lautstärkeverhältnis ist so unterschiedlich, dass wir keinen Ton von Hasche verstehen, wenn Nick redet. Also ihr müsst aufeinander warten, sonst wird das schwierig. Was hast du gerade gesagt, Hasche? Ja, wenn man zu lange wartet und in eine wirtschaftliche Notsituation kommt, dann muss man dann Spieler unter Wert verkaufen. So wie Bebu damals oder den Dux. Mhm. Ja, die Frage, aber ich meine, die Frage ist natürlich sowieso, ja, natürlich, man sagt jetzt, da hat man diesen Spieler, der möglicherweise Geld bringen könnte jetzt, aber er kann natürlich auch sehr konkret Tore bringen. Also ich meine, und er kann sehr konkret wichtig sein dafür, dass wir ja nun eben nicht langfristig, sondern schon eher mittelfristig, wenn nicht vielleicht jetzt irgendwann auch wieder kurzfristig aufsteigen wollen. Also sprich, ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen im nächsten Jahr da mal ein bisschen mit angreifen, ist die Frage, ob man einen Spieler wie Köhn tatsächlich aufgeben sollte. Ja, dann muss man mal sagen, was man dann eigentlich nächste Saison erreichen möchte. Möchte man die Saison benutzen, um dann sich zu stabilisieren und dann die übernächste Saison angreifen oder soll das dann schon nächste Saison sein? Ja, das hat ja überhaupt noch keiner so richtig klar gesagt. Ich meine, es hieß ja immer sogar ein bisschen, dass wir diese Saison vielleicht, wenn es allen passt, hätten wir auch den Aufstieg. Aber also eigentlich hieß es ja immer, diese Saison ist so ein bisschen, wir müssen jetzt nicht in diesem Jahr aufsteigen, aber ich finde, so ein kleines bisschen schwang immer so mit so. Klar. Aber nächstes Jahr, das wäre dann schon ganz gut. Es gibt ja den berühmten Dreijahresplan in Hannover. Dreijahresplan gibt es in Hannover. Jetzt die erste Saison davon, das erste Jahr davon haben wir jetzt rum, wo man gesagt hat, ja, können wir aufsteigen, müssen wir aber nicht. Ich erinnere mich irgendwie an ein Interview mit Martin Kind nach der Hinrunde, der sagte, ja, wenn wir aufsteigen, ist gut. Allerdings müssen wir auch sehen, dass, also er glaubt da zu dem Zeitpunkt, dass wir keine Mannschaft haben, die sich in der ersten Liga wahrscheinlich durchsetzen, auch den Klassenerhalt schafft. Das heißt, man müsste, wenn man aufsteigt, relativ viele finanzielle Mittel dafür irgendwie generieren, um da auch eine erstligafähige Mannschaft zu machen. Jetzt ist ja momentan dann so die Idee, dieses Grundgerüst, diese Mannschaft, die wir jetzt haben, mehr oder weniger zusammenzuhalten und einzelne Spieler, die man vielleicht durch Leihverträge wieder zurückgeben muss, Bayer zum Beispiel,
wieder abzugeben und zu ersetzen, aber im Großen und Ganzen eben den Kern zusammenzuhalten. Und da ist natürlich die Sache, also Köln gehört schon eigentlich zum Kern, der hat ja fast alle Spiele gemacht in dieser Saison. Mal, man darf auch nicht vergessen, ich habe die Tage einen richtig guten Artikel gelesen. Mhm. Ich glaube, das war die Neue Presse. Eigentlich meide ich ja so wirklich die Zeitung oder die Presse aus Hannover zu lesen, weil da eben meistens nur Schund drin steht. Aber dieser Journalist hat das sehr gut geschrieben. Die Überschrift war, das Team von Hannover 96 wächst zu langsam zusammen. Um wirklich definitiv Ziele zu haben, um aufzusteigen, muss jetzt auch mal ein Kind investieren und nicht immer Jahr für Jahr sagen, wir wollen aufsteigen, das ist das Ziel, aber statt mehr zu geben, Jahr für Jahr noch weniger rauszuhauen, weil er halt sparen will. Also du kannst dich auch halt, da hat er recht gehabt, der Journalist, der Artikel war echt gut, du kannst dich nicht hinstellen und sagen, wir möchten aufsteigen, schraubst das Etat aber unter und erwartest dann, dass daraus eine aufstiegsfähige Mannschaft entsteht. Wenn du aufsteigen willst, dann musst du nun mal bis an die Schmerzgrenze gehen, sage ich mal 20 Millionen, und dann musst du zusehen, dass du dafür vernünftige Spieler kriegst und die gibt's auf dem Markt. Ja. Wenn du aber Jahr für Jahr sagst, nee, wir haben nur so und so viel Transferbudget, wir müssen sparen, dann kannst du nicht erwarten, dass eine Mannschaft aufsteigt. Das ist nun mal so. Ich glaube, es ist halt so das Ding, dass Hannover ja so ein bisschen versucht, jetzt gerade die Taktik zu wählen von damals Fürth, als sie aufgestiegen sind, oder auch jetzt von Heidenheim. Ich meine, Heidenheim hat die letzten Jahre immer oben mitgespielt, aber immer den Aufstieg verpasst. Jetzt, glaube ich, werden sie den Aufstieg tatsächlich schaffen. Ich glaube, die sind echt drauf und dran jetzt. Und die haben eben auch aus einem relativ kleinen Etat, mit relativ unbekannten Spielern, eben jetzt mit den Jahren eben eine Mannschaft geformt, mit denen sie aufgestiegen sind. So war es eben bei Fürth damals auch. Die haben eben auch ihre Mannschaft aufgebaut und eben mit Leitl sind sie aufgestiegen. Also ich glaube, dass das eben dann die andere Seite ist. Ne? Da wäre dann ja tatsächlich die interessante Frage, zumindest jetzt, weil wir das gerade aufgebracht haben bei Hannover, gab es denn bei Heidenheim und bei Fürth auch in den Jahren, in denen sie dann so dahin gekommen sind, gab es da dann solche Unterschiedsspieler wie zum Beispiel Derek Köhn, die sie dann weggegeben haben und dann wieder so neu angefangen haben, exakt, oder haben sie die behalten? Exakt, die gab es nämlich eigentlich eher nicht. Also die haben es immer geschafft, ihren Kern zusammenzuhalten und wirklich nur punktuell 2, vielleicht 3 Transfers irgendwie im Sommer zu tun, um dann wirklich punktuell die Spieler, die unbedingt weg wollten oder aber wo sie gesagt haben, das reicht irgendwie nicht, um unseren Ansprüchen zu genügen, die ihm zu ersetzen. Aber der Kern ist zusammen geblieben und dadurch ist Heidenheim jetzt da oben, dadurch ist Fürth damals aufgestiegen. Okay. Dann darf ich aber nicht teuer einkaufen und dir das Panini-Sammelalbum durchblättern und sagen, ich will den, ich will den, ich will den. Da muss man ja mal in den Nachwuchsmannschaft gucken. Richtig. Und dieses Nachwuchsleistungszentrum, das hat man ja nicht nur, weil die DFL als Ligamannschaft das ja von einem fordert, dass man das hat. Das muss ja auch mal was Positives für die erste Mannschaft da geben. Und die Jungen, die man jetzt dann zwar mit Profiverträgen so pro forma ausstattet, die brauchen einfach auch mal Spielzeit. Das ist natürlich richtig, wobei wir haben ja das Beispiel Tresoldi, hatten wir ja schon mal angesprochen in letzter Zeit. Es ist eben natürlich auch nie eine Garantie. Also sprich, man setzt irgendwie in junge Spieler, man denkt, dass da jetzt vielleicht was kommen kann. Es kann dann aber auch immer mal passieren, so wie es bei Tresoldi ja zum Beispiel offenbar im Augenblick der Fall ist, dass dann eben doch ein Einbruch stattfindet, dass man plötzlich einen Qualitätsabfall bemerkt, dass man merkt, nee, reicht vielleicht doch nicht, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen schwieriger gerade. Also man kann natürlich dann auch nicht, ich sag mal, jetzt wäre vielleicht die Gelegenheit eher gegeben, weil wir jetzt nicht mehr hinten raus noch so viel auf Punkte gucken müssten. Aber grundsätzlich ist es so, es bringt auch nichts. Man kann jetzt nicht einfach immer nur spielen lassen, nur damit bei denen was passiert, wenn es vielleicht doch nicht reicht. Also man kann natürlich sagen, gerne würden wir gerne mit viel Nachwuchs arbeiten, aber das ist natürlich auch ein bisschen, muss man einfach fairerweise sagen, immer auch ein bisschen Glückssache. Du hast einen Spieler, der ist veranlagt, das kann man erkennen, das ist professionelles Arbeiten, das ist möglich. Aber wenn er dann tatsächlich ein bisschen noch heranwächst und eben ins Profigeschäft in irgendeiner Weise hereinschnuppert, dann gibt es eben immer wieder Spieler, bei denen man merkt, nee, es funktioniert vielleicht doch nicht. Und das kann man im Zweifel auch nicht vorhersagen. Also sprich, wenn wir Glück haben, ich hoffe es sehr, werden wir noch 1, 2, 3 von den jungen Leuten in dieser Mannschaft sehen. Aber es ist halt nie ganz sicher. Aber der Tresoldi zum Beispiel hat letztes Wochenende Stendels Team zum Sieg geballert. Also der Junge hat schon was drauf. Man muss natürlich auch Spieler ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Und das finde ich ehrlich gesagt, ist jetzt nicht nur bei Leitl so, oder ist generell bei Hannover das Problem. Man hat vielsagende Talente, da wird mir Hasche wahrscheinlich auch recht geben, die wirklich das, was für den A-Bereich wären, sprich Profi,
So, kriegen die Chance aber nicht und dann jammert man hinterher rum, dass sie dann woanders hingehen und dann, bestes Beispiel Knauf, der hat bei Hannover nie eine Chance gekriegt, guckt euch an, wo der jetzt spielt. Mhm. Und das ist so das, was mich bei Hannover aufregt. Man ja, aber das ist mir jetzt trotzdem zu pauschal, weil wie gesagt, gerade das Beispiel Tresoldi nochmal, okay, er hat jetzt am Wochenende offenbar mal wieder getroffen, aber er hat die Wochen davor nicht gespielt, weil er einfach unterm Strich gesagt Scheiße gespielt hat. Und zwar in der zweiten Mannschaft. Also, das war eine Qualitätsfrage. Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie, dass hier ein Juwel die ganze Zeit von der ersten Mannschaft ferngehalten wurde und man ihm kein Vertrauen gegeben hat, sondern er hat ja gespielt und er hat auch da nicht gut gespielt, offensichtlich. Das war der Grund, warum er relativ lange jetzt nicht gespielt hat. Da muss man, finde ich, schon, ne, also jetzt so nach dem Motto, wir lassen sie alle nicht mitspielen, das stimmt, glaube ich, auch nicht. Ich bin trotzdem bei dir und sage, natürlich freue ich mich auch, je mehr wir die jungen Spieler spielen lassen, je öfter die mal eine Chance bekommen. Foti ist ja jetzt im Augenblick einer, der so ein bisschen... Yannick Lührs zum Beispiel wird auf jeden Fall wieder spielen, weil der hat ja nun schon großes Lob abbekommen. Stimmt, ist er jetzt am Wochenende wieder dabei? Ja, ist er. Der hat seine 2-Spiele-Sperre, haben wir schon spekuliert gehabt, hat er abgesessen. Okay. Der wird jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Börner ersetzen wieder. Okay. Ja, das ist doch was. Er hat das echt gut gemacht. Wir wollen jetzt nochmal den Fritze auch ins Studio lassen. Dazu müssen wir aber eine Leitung freimachen. Ja, Ben, war nett mit dir. Nein. Nick ist später reingekommen. Ich weiß nicht. Oder wer hat von euch das Gefühl, dass schon alles gesagt hat? Oh, ich könnte nur ein bisschen mit Quark Fritze klönen. Das haben wir befürchtet. Okay, Hasche, gib uns mal deinen Tipp für das Spiel gegen Darmstadt. 2-0 für Darmstadt. Oha. Okay, na gut. Ja, dann würde ich okay, trotzdem... Okay, also... Würde ich hoffen, dass du trotzdem... Weil jetzt wahrscheinlich dann Lürs spielt und nicht Börner, dann nur 1-0. Okay, immerhin. Hasche, dann erstmal vielen Dank. Jawohl. Und dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Mach's gut. Danke, ciao. Und wir holen uns mal den Fritze ins Studio, der die ganze Zeit schon darauf wartet, dass mal hier die Leitung frei wird. So ist das, wenn man nur zwei Leitungen hat. Hallo, schönen guten Abend, Fritze. Nicht da? Doch. Da bin ich, doch, da moin. Bin ich. Hallo. Moin. Hallo, ihr beiden. Wer ist noch da? Hast du da Nick? Wer ist noch da? Ich bin da, Nick. Nick ist noch da. Nick ist noch da und wir sind da. Ja, ich wollte euch gleich mal vorweg sagen, Geld gewinnt keine Spiele. Aha. Kind kann auch so viel Geld reinstecken. Geld gewinnt keine Spiele. Ja. Jetzt kommt bei Tresoldi und Chor dazu, die U23 wollte aufsteigen. Darum konnte man die nicht immer so schwächen. Jetzt können sie nicht mehr aufsteigen. Jetzt können sie praktisch alle eingesetzt werden in der Liga. Die U23 hatte sich angemeldet für den Aufstieg. Die hatten die Lizenz beantragt. Okay. Aber jetzt können sie nicht mehr aufsteigen. Ja. Punktemäßig. Und jetzt dürfen sie alle eingesetzt werden auch. Ist doch schön. Das stimmt. Zu Geld gewinnt keine Spiele, ist ja auch momentan das beste Beispiel, Hertha BSC. Die haben richtig Geld gehabt mit ihrem Winter. Also gehabt, ja, stimmt. Genau, aber haben sich ja dermaßen jetzt in die Schulden reingetrieben, dass sogar, was ich heute gelesen habe, dass sogar die Lizenz für die nächste Saison auf dem Spiel steht. Dass das wohl ganz eng wird. Also Geld gewinnt keine Spiele, ist richtig. Und bei Hamburg, ich glaube Hamburg zum Beispiel investiert ja auch seit einigen Jahren durchaus mehr jedes Jahr, auch in der zweiten Liga, in den Kader. Und schafft es ja auch Jahr für Jahr nicht. Und ich glaube, jetzt auch in diesem Jahr wird es eng. Ich glaube, die haben nur ein Spiel von den letzten 4 gewonnen. Also mal gucken. Ja, das ist der Frühjahrsblues. Das ist bei Hamburg so, ne? Ja, das ist so. Die haben gerade wieder ganz eng ist so. Aus, ja. Das wird wieder eng für die. Ja. Das ist so. Ja, ich gönne es denen auch nicht. Weil die haben schon so viel durch Betrug drin geblieben. Und ich gönne es den HSV, nicht ganz ehrlich. Okay. Naja. Die werden der Dino der Relegationsspiele. Lassen wir uns überraschen. Das stimmt, das tun wir. Fritze, und ansonsten, wie hast du das Spiel denn gesehen? Ich fand das Spiel ganz ordentlich. Wie gesagt, die beiden Schnitzer von Börner, vielleicht hätten wir dann zumindest unentschieden gespielt. Denn Börner war an beiden Toren beteiligt, nicht? Also. Ja, wie gesagt. Ja, und beim ersten, da würde ich mal rausnehmen. Das war ein angeschossener Schuss. Genau, das hatten wir schon in der Sendung auch schon vorhin geklärt. Das war eigentlich kein Schnitzer von Börner, da war er halt beteiligt, weil er halt dann der angeschossene Spieler war, aber. Es war kein Fehler von ihm in irgendeiner Form. Nein, grober Fehler war es nicht, aber... Er stand sogar genau genommen da, wo man stehen sollte in dem Moment, um eigentlich solche Bälle dann abzuwehren, wenn er dann unglücklich angeschossen wird. Okay, kann es halt passieren. Das war eher so das Problem von Köln und wer war da noch hinten drin? Arembi.
Genau, die hätten da eigentlich, ja, wie hätte das Ding vorher auch gar nicht mit Kopf so scharf machen müssen, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Dafür haben wir ein eingeschossenes Tor geschossen. Das stimmt. So. Stimmt. Und der Tor war ja eingeschossen. Das ist richtig. Aber ein schönes Tor trotzdem. Unseres? Ja. Ja, das... Mit den Kronjuwelen. Werden nicht alle, die Kronjuwelen waren ja ein großes Thema am Samstag, deswegen war es vielleicht auch aus dem Grunde. Ja. Ja, vielleicht auch aus dem Grunde. Das ist doch schön, ja. Ja, aber wie gehen wir jetzt weiter? Wie gehen wir, es ist jetzt so ein bisschen, ich meine, ein bisschen ist ja jetzt, also ein bisschen ist ja auch ein bisschen die Luft raus jetzt. Jetzt ist alles nicht mehr so wichtig. Jetzt spielen wir ausgerechnet gegen Darmstadt ein Spiel gegen eine Mannschaft, für die die Luft noch nicht raus sein dürfte. Und ja, wie gehen wir jetzt dieses Spiel an am Samstag, am Sonntag? Darmstadt braucht ja mindestens einen Sieg, brauchen sie ja noch. Ja. Richtig. Dass wir sie gegen St. Pauli verloren haben. Aber ich nehme an, die haben St. Pauli gewinnen lassen, damit sie noch aufsteigen können. Wobei ich glaube, so wie der HSV momentan spielt, muss Darmstadt gar nicht mal unbedingt gewinnen, um überhaupt aufzusteigen. Also ich glaube, der HSV schafft es sowieso nicht, glaube ich auch nicht. Ja. Ist so. Lass uns überraschen. Das ist ja noch und dann muss ich auch dazu sagen, unsere Mannschaft ist auch für den Aufstieg auch nicht geeignet, bin ich ganz ehrlich. Die werden es auch nicht schaffen dieses Jahr. Die also, es wird knapp, aber werden sie nicht mehr. Nein, auch fürs nächste Jahr ist es nicht, reicht es noch nicht aus, würde ich sagen. Ach Gott, wir kriegen doch vielleicht noch ein, zwei neue Spieler. Wie viel? Naja, vielleicht so ein, zwei. Fünf wurden. Also bis zu fünf wurden. Bis zu fünf? Na hallo, das ist doch ein ganz anderes Gesicht plötzlich. Lass mal sie überraschen, ne? Eben. Der Plan läuft und wird jetzt vielleicht merken wir irgendwann, dass es alles Teil eines großen Plans war. Sogar das Tor mit den Eiern. Vielleicht war es einstudiert, ja. Ja, genau. Wer weiß. Ich möchte nicht dabei sein. Vielleicht haben sie es geübt. Ich war letzte Woche nicht beim Training. Gott. Vielleicht haben sie es geübt. Das täte einem wirklich leid. Aber naja. Ja. Ja. Das Spiel war jeweils nicht enttäuschend, trotz der 2-1-Niederlage. Man kann mit der Leistung insgesamt zufrieden sein. Meine Meinung. Also schließt du dich Stefan Leitl an? Ja, so ungefähr. Ja. Der schreibt das in der Presse ja auch. Ja. Ich habe heute mal die Presse gekauft, weil ich mal neugierig war, was die so schreiben. Ja. Das war sehr teuer, die kostet 2 Euro, hab sie mir heute mal gegönnt. Richtig. Was aber mal kurz zu sagen ist, weil wir vorhin über die Talente gesprochen haben, wo wir gesagt haben, die könnten doch jetzt vielleicht im letzten Spiel nochmal irgendwie ran, vielleicht gibt da einigen die Chance. Ich denke, haben wir gerade schon gesagt, Yannick Lürs wird spielen, der wird Julian Börner ersetzen, aber ansonsten werden wohl jüngere Spieler wenig Chancen bekommen in den letzten Spielen nach Stefan Leitl. Also Stefan Leitl hat gesagt, eine Mannschaft muss auch wachsen dürfen und er möchte eigentlich in den letzten Spielen jetzt nicht unbedingt von seiner Stammformation, der jetzt vermeintlich in den letzten Spielen gefunden hat, abweichen. Es gibt einen Verteidiger, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Luis Oppi, ein Innenverteidiger, einen 20-Jährigen, auch ein Linksfuß, der jetzt hochgezogen wurde von der U23, der zumindest RMB so ein bisschen Druck machen soll. Der wohl jetzt auch in der Kategorie der schwer auszusprechenden Nachnamen oder auch vielleicht, auf dem Platz? Vielleicht. Ist auf jeden Fall Druck auf verschiedenen Ebenen. Okay, der macht, sicher. Ich glaube nicht, dass der irgendwie jetzt nochmal in den nächsten Spielen ran darf. Ich denke mal, so ein Chilibi dürfte vielleicht nochmal irgendwann eingewechselt werden, aber ich glaube, viel mehr wird da nicht passieren. Der RMB soll ja sowieso verpflichtet werden. Soll oder soll nicht? Ja? Doch, soll. Also da ist man sich wohl sicher. Auch, die liegt ja irgendwie Ablöse liegt irgendwie bei 400.000. Genau. Also da hat man wohl schon gesagt, dass da die Option ziehen werden. Also das hat zumindest Martin Kind nach der Hinrunde gesagt. Der gesagt hat, also wir wollen auf jeden Fall, dass der Spieler hier bleibt. Das hat er so gesagt. Jetzt zuletzt hat Markus Mann eigentlich gemeint, naja, also wir sehen irgendwie alle, dass er eben das Potenzial hat zu spielen, aber am Ende sind eben doch noch ziemlich viele Böcke drin, weshalb er jetzt auch viele Spiele überhaupt gar nicht mehr gespielt hat. Ne? Deswegen, also ich glaube, man ist sich noch recht unsicher, weshalb man eben den Nachwuchsspieler eben aus der U23 jetzt hochgezogen hat, um ihm eben vermeintlich ein bisschen Druck zu machen. Ich bin mir noch unsicher. Ich glaube auch, das ist noch ein junger Spieler, der kann sich durchaus festigen. Und wenn der irgendwie seine Flüchtigkeitsfehler abstellt, kann das echt ein Gewinn sein. Dann sind diese 400.000, 500.000 zu gewinnen. Warum sie ihn vielleicht noch verpflichten? Börner
Naja, den sein Zenit endet langsam. Er verlängert, aber er soll ja auch ein bisschen in der U23 so eine Partnervermittlung da machen, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen Profi- und U23-Mannschaft. So, da hat man einen R&B und den Lührs. Ist für mich so ein bisschen vorausschauend. Das nächste Innenverteidiger-Duo macht Sinn. Kein Börner dann auf die Bank. Und schon hat man eine junge Innenverteidigung. Würde für mich Sinn machen. Und du hast noch den Neumann rumlaufen als Abwehrchef. Ich kann ja auf der rechten Seite auch spielen, so ist es nicht. Stimmt, ja, das stimmt. Aber den Neumann und da drumherum stellst du dann diese beiden auf. Trotzdem soll in der nächsten Saison ja irgendwie jede Position doppelt besetzt sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir nächste Saison auch mit 6 Innenverteidigern spielen wollen. Ob wir so viele wirklich dann haben wollen, mal gucken. Es ist doch auch so, wenn ständig eine andere Aufstellung ist, dann kann das nie ein gutes Spiel werden. Eine Mannschaftsleistung wird immer besser, wenn fast immer die gleiche Aufstellung ist. Ja. 1, 2, 3 kann man mal auswechseln, aber es muss ein Stamm von 7, 8 Spielern muss sein. Das ist das Ding von Stefan Leitl. Eine Mannschaft muss wachsen. Das ist allgemein so. Und das ist ja das, was wir gesagt haben. Hinrunde schien eine Mannschaft gefunden zu sein. Klar, war auch kein schöner Fußball zwischendurch, aber die Punkte haben gestimmt. Ja. Und dann fing er an rumzubasteln. Ich denke mal, im Nachhinein weiß er selber, dass er da ein bisschen zu viel des Guten rumgebastelt hat. Weil jetzt auf einmal aus der Karlsruhe lief es ja wieder. Die haben miteinander kommuniziert. Es war schön anzusehen. Von daher, ja, vielleicht hat er jetzt daraus gelernt. Lass uns überraschen. Wir würden jetzt den Micha noch ins Telefongeschehen holen. Deswegen darf uns Nick jetzt mal verraten, wie denn das Spiel gegen Darmstadt ausgeht. Tja, ich mach's rein psychologisch. Darmstadt hat den Druck, was im Sinne des Wortes. Hannover kann eigentlich breit aufziehen, hat weniger Druck, weil für uns geht's um nichts. Für Darmstadt geht's um alles. Ich sag jetzt einfach mal 3-0 für uns. 3-0. Oi. Pauli hat vorgemacht und wie gesagt, man muss die psychologischen Punkte nutzen und da ist nun mal Darmstadt jetzt ein bisschen im Nachteil, weil die den Druck haben. Okay. Ja, 3-0 finde ich gut. Okay, 3-0, ja, nehmen wir. Ja, dann sage ich mal schönen Abend. Vielen Dank, Nick. Und dann sprechen wir uns nach dem 3-0 von Hannover gegen Darmstadt wieder oder auch nach einem anderen Ergebnis. Ja, und liebe Grüße an Micha. Das wird er vielleicht schon hören und sonst sagen wir es nochmal. Genau. Also, mach's gut. Ciao. So, und das heißt, bei uns werden jetzt wieder die Leitungen gesteckt von fleißigen Händen und in diesem Moment ist der Micha schon im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend, Matthias. Guten Abend, Ben. Abend. Vielen Dank für die Grüße von Nick und guten Abend auch Fritze. Hallo Micha. Ja, grüß dich. Also erstmal zum Sonnabend nochmal. Ich hatte mich schon wieder nach 5 Minuten oder 6 oder 10 Minuten hatte ich schon wieder gar keine Lust, den zu gucken. Ich begreife das nicht. Für mich war natürlich nach dem Sieg gegen Nürnberg war die Saison gelaufen. Für mich als Zuschauer. Ich habe nur erwartet, dass er noch ein paar schöne Spiele zeigen oder sowas. Aber wenn ich dann erlebe, nach 2 Minuten, so wie das der Hasche gesagt hat, 3-2 ja, auf das Tor steuern und die warten so lange ab, bis einer von hinten, ein dritter Mann noch kommt und nimmt den Mann, der nur noch vorm Torwart steht, für unser, nimmt den Ball ab. Oh Gott, ich stehe allein vorm Torwart. Nach 2 Minuten, wie laufen die eigentlich auf, wie unkonzentriert? Und 1 Minute später noch schlimmer, der Torwart steht außen im Strafraum, der Ball kommt zu uns und er steht vorm leeren Tor und er erschreckt sich wieder. Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt schon so eine Chance und kommt wieder einer und nimmt den Ball weg. Sag mal, wenn die auch schon ihre Saison abgeschlossen haben, dann brauchen wir ja gar nicht mehr ins Stadion gehen und auch keinen Eintritt bezahlen. Die müssen sich doch konzentrieren, um wenigstens solche Chancen zu nutzen. Das begreife ich bei 96 nicht. Dieses scheiß Gegentor da vom Börner, ob der jetzt noch eine Eckfahne hinstellen können, da kann er gar nichts dafür. Das war clever von dem Stürmer gemacht.
einfach hart rein, wenn du keinen siehst. Exakt. Musst du Glück haben. Es war aber auch gut vom Boden gemacht. Also, stimmt, also stimmt. Eine Eckfahne, weiß ich nicht, ob die das so gut hingekriegt hätte. Ja, die Eckfahne war wahrscheinlich kaputt gegangen, aber sonst wäre das, also da kein Vorwurf an Börner in der Situation, das muss ich wirklich mal sagen. Aber nachher waren ja zwei Halbzeit auch wieder so viele Chancen. Es ist immer so eine Sache, gerade jetzt, wenn wir auch wieder auf neue Spieler oder alte abgeben, da könnte man ja auch eine ganze Sendung alleine von machen. Aber und du ja weg, alles klar. Dann muss ich auch mal wieder, Niklas ist ja heute nicht da, aber nee. Ich finde, der Weidand hat alles richtig gemacht. Und ich hatte letztes Jahr schon gesagt, sein Vater ist gesichert mit der, da kann er jederzeit anfangen. Aber er hat ja wieder so gezeigt, dass wir gerne auf ihn verzichten können. Der zweite Halbzeit kommt der Ball von oben runtergefallen. Jeder in der dritten Liga nimmt den Ball mit dem Fuß an und hat ihn unter Kontrolle. Er kriegt ihn auch unbedrängt auf seinen Fuß. Was macht er? Der Ball springt weg. Ja. Ach, da hast du nur wieder gedacht, ja, du kriegst noch ein Schleifchen drum. Mach noch einen schönen, wir werden dir alle applaudieren, wenn du vom Platz gehst, aber ja, eine Träne weint bei dir nicht. Dass er kein guter Fußballspieler ist. Ist ein ganz lieber, netter Kerl, aber eine Träne weine ich ihm nicht nach. Vielleicht ist es ja so, dass vielleicht springen ihm die Steuerdokumente nicht so weit vom Fuß. Das könnte ja sein. Ach, hör auf jetzt. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Ja, ist alles schön. Gut. Ich finde das gut. Er hat ein paar Millionen jetzt auf dem Konto, setzt sich zur Ruhe, macht mein Vater da noch was, da hat er auch eine sichere Sache. Also vielleicht hat er ein viel schöneres Leben, als das ganze Zeit mit Fußball durch die Welt zu laufen. Das kann durchaus sein, ja. Das kann durchaus sein. Ja. Dann wieder mein so Entscheidungsspieler, wie das wieder heißt. Ihr habt ja immer neue Namen. Wem ich auch keine Tränen nachweinen würde, wäre der Bayer. Also wenn sie den abgeben, nein. Mhm. Es ist einfach, also der passt in keine Mannschaft. In keine. Der trägt nichts dazu bei, irgendwo mal ein bisschen so ein, wie heißt das auf Englisch da, so ein Dings reinzubringen. So ein Spleen oder wie, nein, wie heißt das, ist auch egal. Jedenfalls so ein bisschen Charakter da reinzubringen, das, um da alles so und zu unterstützen. Also Köhn ist ja heute so, morgen so, aber der kann ja was machen und der versucht ja auch was, auch wenn er egoistisch ist. Mensch, wir sind gesichert. Vielleicht schießt er noch so ein Bombentor. Dann kriegen wir. Und den will man für 3 Millionen abgeben? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich glaube 3 Millionen nicht. Also ich glaube, der hat irgendwie eine Ausstiegsklausel im nächsten Jahr. Ich glaube, die liegt so bei 2 bis 3 Millionen irgendwo. In diesem Jahr, was ich gehört habe, sind 6 Millionen, die angeblich von Gladbach kommen könnten. Mhm. Und 6 Millionen ist natürlich eine Summe, die für Hannover natürlich nicht uninteressant sind, zumal ja eben, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, der Etat um 4 Millionen Euro in der nächsten Saison quasi gesenkt werden soll. Da sind natürlich die 6 Millionen von Köhn würden da natürlich durchaus helfen, um eben eine einigermaßen gute Mannschaft aufzubauen. Aber also für 2-3 Millionen, ich glaube, dafür würde ich ihn, glaube ich, nicht ziehen lassen, oder? Richtig. Mhm. Ben, ich wusste nicht, dass ich dachte, dass er diese Saison schon diesen 3 Millionen Ausstiegsklausel hatte. Nee. Wenn du dir nur überlegst, ich meine, das war wieder so ein Fehler vom Kind, dass Gladbach mal 15 Millionen für Füllkrug geboten hat und Herr Kind sagt dann, nein, der Füllkrug ist ein hannoverscher Spieler, wir brauchen so eine Identifikationsperson, der Füllkrug bleibt hier, 15 Millionen. Naja, heute wären wir froh, wenn wir ihn noch hätten. So ist es nicht. Ne? Also, und das ist wieder die Sache, ich sage ja auch, für 3 Millionen Köhn, für 3 Millionen, was kriegst du denn da? Ja, nichts. Mhm. Das ist zu wenig, sehe ich auch so. Ich glaube, für 3 Millionen hast du dann halt irgendwie, kriegst du das Minus oder dieses Verlust, was du halt, diesen Verlust, den du nächste Saison haben würdest, halb ausgeglichen, aber du kriegst auf jeden Fall, glaube ich, keinen gleichwertigen Ersatz. Ja, genau. Also das ist das Ding. Ein Spieler, der so fast eine kleine Torgarantie mitbringt, sage ich mal. Nicht in jedem Spiel natürlich zwangsläufig, aber wo man schon weiß, der wird einfach, das ist schon, das sollte man nicht gering schätzen, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Das ist schon was ganz Wichtiges, weil es halt in Spielen tatsächlich Binsenweisheit Zählbares bringt. Und deswegen denke ich auch, also den sollte man im Zweifel vielleicht doch immer erstmal halten. Genau. Ja. Ja.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. So. Nö, bitte, sonst bitte, also ja, wieder bitte gut diskutiert. Sehr gut diskutiert. Hat Spaß gemacht. Bitte. Und schön ist, schön ist auch immer, dass Matthias immer die noch ein bisschen runterholt. Dass ich was? Die Leute wieder ein bisschen auf den Teppich holt. Ja, das ist ja meine. Ja. Dafür bin ich hier. Hallo, Richard. Ja, was hast du denn, Fritze? Du siehst immer nur die Fehler, wenn die Spieler waren. Machst du auf der Arbeit auch alles hundertprozentig immer? Oder machst du da auch mal einen Fehler? Nein, die verdienen ihr Geld damit. Und die verdienen ihr Geld damit, dass wir Zuschauer an den Eintritt bezahlen. Und wenn ich mal einen Fehler mache, dann kann die Firma vielleicht darunter leiden. Aber nicht wir zahlenden Zuschauer. Ja, aber hast du schon mal Fußball gespielt? Das ist auch so weit, dass du mal was falsch machst. Fritz macht das mit Matthias ab. Der wird dich da schon gut bedienen. Mein Tipp ist übrigens 3-2 für Darmstadt. Ah. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das wünschen wir dir auch. Dankeschön. Klingt immerhin nach einem spannenden Spiel. Und bleib gesund, Micha. Bleib gesund. Ja, du auch. Ja. Ja, so ist das. So ist das. Ja. Tja, Fritze, so ist das. Es ist doch tatsächlich so. Stell dir mal vor, sie würden alle 100%. Wer würde denn gewinnen im Endeffekt, wenn sie alle keinen Fehler machen? Ja, das ist auch richtig. Ein bisschen gehen alle Spiele 8-8 aus, oder wie? Ein bisschen gehören Fehler dazu. Und ja, überhaupt andere Dinge, die Würze des Spiels ausmachen. Ich habe es hier nochmal. Ich habe es hier nochmal für uns alle nochmal, weil es so schön war, nochmal mit Ton. So. Ja, mit Ton ist es noch schöner, genau. Man getting hit by football. Die Originalszene, ach Quatsch, ich brauche das ja jetzt, die natürlich auch, bitte aufhören, die natürlich auch das Lied oder beziehungsweise die Lieder für heute bestimmt hat. Ich habe dann gedacht, ich mache gleich ein Medley. Medley? Ein Medley. Angemessen der Schwere, der Ernsthaftigkeit des Themas, dachte ich, muss es mal ein besonderes Medley sein. Mhm. Ich glaube, ein Medley, wie es es vielleicht auch noch nicht gegeben hat. Ein Medley, in dem immerhin Depeche Mode, Klaus und Klaus und Ray Charles vorkommen. Aber das wird wild, ich bin gespannt. Ja, nur mal als Beispiel. Kennst du einen von denen, Fritze? Ja, so ungefähr. Immerhin. Na, das ist doch schön. Ich sehe ab und zu deine Musiksendung. Ach, das ist schön, ja. Da kommen die auch alle vor. Also nicht alle, aber die meisten. Nicht alle, aber hin und wieder. Fritze, du kannst uns das aber auch noch mal sagen, bevor du musst das Tier jetzt nicht live mit anhören, du kannst es dir auch im Fernseher anschauen. Wie ist denn dein Tipp fürs Spiel? Ja, ich tippe, dass wir zumindest einen Unentschieden schaffen wollen. Okay. Ein Unentschieden. Na gut. Ja, sagen wir 2-2. Das klingt gut, da gibt es wenigstens was zu sehen im Stadion, das fände ich schön. Und das finden wir gar nicht schlecht, ja. So, und deine Musik höre ich jetzt ohne Hörer, ne? Bitte was? Jawohl, am Fernseher. Deine Musik höre ich aber ohne Hörer, mache ich nur am Fernseher. Ach so, ich dachte, du willst jetzt den Kopfhörer extra absetzen, damit du mich nicht hörst. Nein, ja, den Telefonhörer kannst du wegtun. Fritze, vielen Dank, wünschen dir auch eine schöne Woche. Jawohl. Bis zum nächsten Mal, ne? Und wir sehen uns, wir sprechen uns kommenden Montag, genau. Tschüss. Mach's gut. Genau. Ciao. Was war das denn? Das war jetzt nicht der Anfang des Songs, keine Angst. Das, okay, ja. Mein linker Hoden singt's nicht so feste wie zuvor. Mein linker Hoden sitzt nicht so feste wie zuvor. Fühlt sich nicht gut an, tut auch irgendwie leicht weh. Das ist doch absurd, was hier gerade passiert. Mein schöner linker Hoden und ich gehe gleich zu Boden. Ja, mein linker Hoden sitzt nicht so feste wie zuvor. Mit dem Hoden, da macht er das Tor, das Tor, das Tor, das Tor, das Tor. Mit dem Hoden macht er das Tor, der Schaub, 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 Schaub. Er macht mit dem Hoden das Tor. Nee, das ist der falsche Tonart. Er macht mit dem Hoden das Tor. Ja, mit dem Hoden das Tor. Macht mit dem Hoden das Tor. Das war so niedlich. Und zum Schluss.
Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten. Doch Hannover feiert auch manchmal ziemlich gute Feten. Und die Tore schießen wir zur Not auch mal mit den Klöten. Großes Weh unten in der Hose. Fürs Spiel tut's gut, doch dem Spieler tat's weh. Das war's. Der Club der Roten Lichter für diese Woche. Wir sehen uns kommenden Montag wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut. Gibt's gar keinen Abschluss? Schuss vom Wehwetter, springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.